Swiss Publishing Week 2010 bei mir, Hemme Ulrich. Hemme Ulrich, du bist Mitorganisator der Swiss Publishing Week. Was hat das für dich für eine Bedeutung in deinem Jahreskalender? Die Swiss Publishing Week, die beschäftigt mich das ganze Jahr. Immer von November bis Ende Jahr ist Programm, dann ist Referenten einladen und dann ist einfach, was alles zu organisieren gibt mit Partnern und Werbung und so. Wir haben neu die Adobe Creative Suite 5. Was dürfen die Besucher der Swiss Publishing Week erwarten? Bei der Creative Suite 5, natürlich bei mir vor allem InDesign, da ist der Part Digital Magazine, also Zeugs fürs iPad und andere Tablets machen, das ist der große Hammer. Was denkst du für dich das Highlight der diesjährigen Swiss Publishing Week? Das wird der Donnerstag sein, für mich strategisch. Das ist der Strategietag, wo man eben über solche Technologien wie Tablets und Web-to-Print und so diskutiert. Jetzt gibt es ja am Freitag noch etwas Neues. Kannst du auch da was dazu sagen? Genau, am Freitag haben wir eine Publishing Expo geplant. Das ist die einzigste Publishing Expo, die es überhaupt gibt in der Schweiz.